Viel Spaß bei Power mit Sport in Ihrer Rathausgalerie. Liebe Besucher der Rathausgalerie Essen, hier sehen Sie Spitzenklasse im Sport, und zwar im Tischtennis, Olga Koop und Peng Peng Gu. Und hier in der Rathausgalerie sehen Sie solche Klasseleistungen in einem Spiel der beiden Ex-Bundesligaspielerinnen zum Nulltarif. Also nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Ruhen Sie beim Einkaufen ein wenig aus. Wir haben noch einige Stühle frei. Sie können gerne hier Platz nehmen. Das kostet Sie nichts. Wir bieten Ihnen Spitzensport zum Nulltarif. Liebe Besucher der Rathausgalerie, Sie sind hier gelandet bei Power mit Sport. Eine Sport- und Gesundheitswoche. Mehr gesund durch Sport. Sie sehen bis zum 30.04. hier jeden Tag sportliche Aktivitäten, erhalten viele, viele Tipps aus dem Gesundheitsbereich, und natürlich ist immer wieder Showtime für Sport und Gesundheit. Jetzt im Augenblick sehen Sie eine Tischtennis-Demonstration nach dem kleinen Match zwischen den beiden Assen Olga Koop und Peng Peng Gu, heißt es jetzt für den Tischtennis-Nachwuchs, das Können zu verfeinern. Trainerin ist Olga Koop vom Tischtennis-Treff Essen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, für viele, die hier in diese Rathausgalerie gehen, ist ja sicherlich das Shoppen auch schon ein Sport. Das ist einfach so. Aber es ist heute und an den heutigen Tagen wird sich zeigen, Sport ist mehr als nur Shoppen. Sport gehört in jede Alterskategorie. Und das können wir hier in dieser Rathausgalerie sicherlich zweimal erleben und bestaunen natürlich. Sportlerinnen und Sportler in Aktion, wir haben gerade schon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, und auch den Sport zum Mitmachen. Und das passiert hier in der Rathausgalerie alles zum Nulltarif. Alles zum Nulltarif. Jeder kann hier mitmachen. Und ich finde deshalb die Überschrift oder das Motto Power im Sport großartig und bin selbstverständlich gerne hier und heute zu dieser Eröffnung gekommen. Und ich soll Ihnen auch die besten Grüße des Oberbürgermeisters ausrichten, der für diese Veranstaltung auch die Schirmherrschaft übernommen hat, und er lässt ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, bereits viermal hat hier der Sport eine Heimat gefunden, und zwar unter dem Motto Essen Sportwochen. Also die Essener Sportwochen waren hier in dieser Rathausgalerie bereits schon viermal vertreten. Und in diesem Jahr ist das Programm erweitert worden. Es gibt dazu auch noch Tipps und Ratschläge für die Gesundheit und natürlich auch für die Fitness, was ja beim Sport sehr, sehr wichtig ist. Die Gesundheit natürlich auch. Das ist ja, steht ja außer Frage. Und ich danke auch allen teilnehmenden Medizinern, die hier im Laufe der Tage auch noch hier auf dieser Bühne stehen werden, und auch den Einrichtungen, die sich hier vorstellen werden. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir hier schon mal mit der AOK und mit den Johannitern. Und
alle haben sich für dieses Zeug, die Rathausgalerie und auch Hubert Wildschütz, für diese Veranstaltung hier auch mächtig ins Zeug gelegt. Dafür auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und last but not least einen besonderen Dank auch nochmal dafür, dass der Organisator, ich habe ihn gerade schon mal genannt, Hubert Wildschütz, der auch dafür gesorgt hat, dass der Sport- und die Gesundheitswochen hier im Trockenen durchgeführt werden können. Das hat er mit dem Herrn Gerz natürlich organisiert, der ja der Geschäftsführer hier dieser Rathausgalerie ist. Und das ist gut, denn wir wissen ja nicht, wie das Wetter so ist. Und Power im Sport ist ein Gemeinschaftswerk und die Zusammenarbeit, und das heißt ja immer, der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Komm von der Couch, komm aus dem Sessel. Denn wenn man einmal sitzt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn man einmal sitzt, dann sagt man, ach ja, gut, ist ja alles schön und gut, aber heute nicht. Ich gehe lieber morgen. Und morgen sitzt man wieder auf der Couch. Und dann sagt man, ich gehe übermorgen. Und irgendwann geht man gar nicht mehr. Und dann kommen die Zipperlein, die Zwickerlein. Und heute ist das so, das Sportangebot ist so groß. Ist so groß, auch hier in unserer Stadt. Und mit dem Sport kann man viele Krankheiten nicht nur beseitigen, sondern auch vorbeugen. Man ist wirklich dabei, so mit dem Jogging oder mit allen Sportarten irgendwo, die schlagen sich auch auf eine gute Gesundheit nieder. Und ich behaupte einfach, die Menschen, die ja auch, das wissen wir ja alle, auch dank der Medizin sicherlich, älter werden, werden aber dadurch älter, dass sie Sport treiben. Früher war das so, wenn man 35 oder 40 war, dann sagt man, nee, ich bin zu alt für den Sport, geht nicht mehr. Heute fängt man mit 40 wieder an. Heute fängt man mit 40 wieder an, man geht ins Fitnessstudio oder schließt sich irgendwelchen Walking-Gruppen an oder wie auch immer. Und dann fühlt man sich fit und dann fühlt man sich gut. Und ich persönlich kann das nur bestätigen, weil ich das auch mache. Es ist einfach so. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen natürlich ganz, ganz viel Vergnügen. Und anschließend meine Bitte ans Publikum, auf jeden Fall viel Power in den Applaus hineinlegen, wenn hier Tischtennis gespielt wird oder in den nächsten Tagen auch noch was anderes passiert. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Spaß, alles, alles Gute und ein herzliches Glück auf. Dankeschön. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass es diese Veranstaltung hier gibt, dass Sie die ermöglichen, dass du, Hubert, die so schön organisiert hast. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich freue mich deshalb besonders, weil ich bin ja im Bundestag für die Gesundheit zuständig. Also jetzt nicht für die Gesundheit des Bundestages, sondern für die Gesetzgebung in der Gesundheit. Und wir haben gerade ein Präventionsgesetz gemacht. Und ein wesentlicher Ansatz des Präventionsgesetzes ist es, dass Bewegung dazu beiträgt, Sport dazu beiträgt, dass man sich gesund hält. Rudi, du hast die Überleitung schon gebracht und das in jeder Altersgruppe. Deswegen bin ich immer wieder froh, wenn wir Sport und Gesundheit miteinander verknüpft haben. Ich denke, deswegen ist unter anderem auch die AOK hier, die wird ja große Teile dieses Präventionsprogramms mit umsetzen. Ich freue mich, dass das hier so schön läuft. Ich hoffe, dass alle, die hier vorbeikommen, dann zu super Sporttreibenden werden. Wobei man natürlich immer auch aufpassen muss, wenn man wie ich so ein bisschen erkältet ist, muss man nicht jeden Sport machen. Aber man sollte Sport machen, man sollte sich gesund halten, man sollte durch die Bewegung dafür sorgen, dass man vorbeugt, das hilft beim Blutdruck, das hilft bei ganz vielen anderen Geschichten. Also, tolle Sache, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, ich bin ja in anderer Eigenschaft noch beim Arbeiter-Samariter-Bund, dass ich hier so viele befreundete Verbände sehe und nachher hoffentlich auch noch meine Rettungshunde zu sehen kriege. Und wünsche erstmal der Veranstaltung einen guten Verlauf. Danke, dass ich da sein durfte. Auch nochmal bei uns hier seitens des Centermanagements und der Mieterschaft hier in der Rathausgalerie nochmal darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns natürlich, dass Herr Jelinek bei uns hier zu Gast ist und unser Bundestagsabgeordneter. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Zeit. Ich möchte es auch gar nicht lange machen. Herr Jelinek hat schon vieles gesagt. Uns ist es eine Freude, eine Ehre, dass wir hier heute zum vierten Mal Power mit Sport machen können in der Rathausgalerie. Und ich sage jetzt mal, jeder von uns letztendlich selber hat, glaube ich, hier das ein oder andere Gramm zu viel. Ich denke, ich gucke alles an mir runter, da stelle ich dann auch fest, ich müsste mal runter vom Sofa. Und aus dem Grunde haben wir das dieses Jahr auch ein bisschen kombiniert. Viele Sportverführungen wird es geben, viele Sportarten. Und wir möchten Sie auch einladen, eben auch für interessante Berichte zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung. Es ist jeden Tag was anderes geboten. Sie können das Programm hier zu unserer linken Seite dann auch sehen. Es rentiert sich vorbeizuschauen und auch für einfach auch mal
hier mitzumachen. In diesem Sinne bedanke ich mich schon im Voraus für alle Beteiligten, die heute bei uns zu Besuch sind. Nette Damen, die AOK ist bei uns zu Gast. So viele sportliche Ereignisse, die uns bevorstehen. Also nochmal, wir laden Sie hier ein und freuen uns, wenn Sie mitmachen, wenn Sie ein bisschen Freude beim Einkaufen dann auch haben in Ihrer Rathausgalerie im Herzen von Essen. Wir sagen auch immer mit Essen im Herzen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Gerz. Und jetzt geht's weiter mit Tischtennis à la carte.